Mariah Carey schwimmt mit Haien und bringt ihre hauseigenen Rettungsbojen mit. Popstar Pink bleibt mit dem Nachwuchs im Fahrstuhl stecken und nutzt Instagram zum Notruf absetzen. Und, Entschuldigung, junge Dame, Sie verlieren da Farbe. Es wird sonnig und nass. Hier ist die Bildbox. Ich bin Martin. Moin. Ein Wal namens Mariah, ein Fisch namens Walja. Ihr wisst, was ich meine. Die Carrie geht baden. Und bringt beim Schwimmen mit den Haien nicht nur ihre eigenen Bojen mit, sondern wohl auch weltweit den einzigen Tauchanzug mit Ausschnitt. Böse Zungen würden jetzt behaupten, so eine Spezialanfertigung gibt's doch gar nicht. Die Carrie kriegt bei den Monsterbojen einfach den Reißverschluss nicht zu. Böse Zungen. Böse Zungen. Liebe Zungen hingegen freuen sich, dass die Frau Carrie so einen schönen Urlaub mit der Familie verbringt, sind neidisch auf diesen schicken Badeanzug in Leoprint und staunen, was das Tote Meer alles so tragen kann. Und falls ihr euch jetzt wie Millionen Mariah-Fans da draußen Sorgen macht um die Mimi, treib bloß nicht ab, Mimi. Lass dich nicht anknabbern von den Haien. Keine Panik, Mariah postet gleich die Entwarnung. Macht euch keine Sorgen, die sind zahm. Und alle so, wer jetzt genau? Entschuldigung, kann mal jemand den Schachtdienst rufen? Hat sich Popstar Pink hier sicherlich gedacht. Als sie kurz vor einem Auftritt mit Töchterchen Willow im Aufzug stecken bleibt. Aber anstatt wie Otto Normalverbraucher den Alarmknopf zu drücken, zückt sie lieber das Handy. Und postet den Notruf direkt auf Instagram. Hashtag Help. Scheiß Idee, denn was machen die Follower? Rufen nicht etwa den Fahrstuhl Notrufdienst, nö, labern über ihre eigenen Ängste. Oh Gott, das ist mein schlimmster Albtraum. Ah, ist mir auch schon mal passiert, 2 ganze Stunden. Alter, wen interessiert's? Hier steckt ein Megastar fest, Mann, ey. Von dem es dann glücklicherweise Stunden später die Entwarnung gibt. Wir haben's rausgeschafft. Weiterfahren. Und wir klammern die Box für diese Woche zu mit einer Tanning-Warnung ans weibliche Geschlecht. Mädels, passt auf mit der prallen Julisonne, sonst Sunshine, Sunshine, Reggae. Geht es euch wie US-Supermodel Hayley Clawson und ihrer halbgaren Oberweite? Kommentar einer Kollegin, sieht ja bescheuert aus. Stimmt. In diesem Sinne, Obacht beim Oberweitenbrutzeln. Bis nächste Woche, wenn ihr hauen.